Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Life is Strange. Ich habe geladen und dann sind wir direkt hier gelandet. Da war ich ein bisschen überrascht. Okay, weil wir hatten ja da auf dem Boot geendet. Aber gut. Leider sehe ich immer noch nichts mit einer 142, was wir fotografieren könnten. Voll ärgerlich. Naja, was soll's. Wartet mal, ich gucke nochmal ganz kurz. Nee. Komisch, das hätte ja wahrscheinlich zeitlich auch davor kommen müssen. Vor dem Reh, aber... Ich sehe leider nichts. Schade, schade. Naja, egal. Was soll's. Patronenhülsen hatten wir uns angeschaut. Dann reden wir jetzt mal mit Chloe. Geben wir ihr mal die Flaschen. Thanks, Max. Die leeren Flaschen trinkt sie auch noch aus. Da hat sie ja jetzt sogar 6 mit der Flasche. Ja, tatsächlich. You're serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Hä? Max? Ach so. You have to help me aim. Ich? Show me the way, Max. Was soll ich machen? Shoot first. Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Was soll ich jetzt machen? Und wieso ist da ein X aufgemalt? Huch! Come on, Max. Rewind and help Chloe aim. Ich weiß nicht so genau, bis wohin. Ich kann mich ja gar nicht bewegen. Kann ich die... okay. That was awesome, but Chloe wants those bottles now. Okay, ich versuche einfach mal... Au! Show me the way, Max. Ah, verstehe. Das habe ich mir jetzt gar nicht so genau gemerkt. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Muss ich mir jetzt nochmal angucken. Ah ja, hat geklappt. Cool. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was Duh. So fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Okay, schauen wir mal. Now, Max, where do I aim? Aim slightly above. Right between the eyes. Krass. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Hä? Wie meinst du das? Regal? Give me something to shoot, Max. Keine Ahnung. Ich finde das alles nicht so eine gute Idee. Muss sie unbedingt was anderes anschießen? Hello, what should I shoot? Ist ja gut, dann schießt dieses Ding da an. Plank here. I hate old planks. Huch. Yawn. Okay. Will sie noch was anderes? I must rid the world of those bottles. Okay. Also nochmal zurück, oder was? Aua. Ach so. Give me something to shoot, Max. Let's see you take a crack at that rusty barrel. Sorry, Mr. Barrel. Your time has come. Listen to those fat bullet beats. Das war ein bisschen gruselig. Die ist überall hingeflogen. Finde ich nicht so toll. Was wollen die jetzt eigentlich gerade von mir? Wir gucken mal uns noch an, was bei der Felge passiert. Taking out the wheel rim now. Ah, okay, verstehe. Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Oh man, ich finde die Idee nicht gut. Dude, I need a target auf mit diesem Blödsinn. Let's see what happens when you shoot the gas tank. Richtig gute Idee, Step ne? Step back. Gas tank go boom. Tatsächlich. Hank, go boom. Nein, 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 nein. Ganz schlechte Idee. Oder? Ich weiß Dude, nicht. I need a target before I shoot. Ich finde das Put nicht gut. Dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. Jesus, I shot myself! I shot myself! Back up, back Stupid up! Stupid gun. Hold on, Chloe. Oh Gott. Nur Scheiße bauen wir hier. Was soll der Kack?
Nein, 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 nein! Oh Gott. Dude, I need a target before I sh- How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Vorsicht. What the fuck? Uber cool. Oh, okay. Mir reicht's. Das ist ja voll anstrengend. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. Oh, mir geht's nicht gut damit. Wir dürfen das nicht so oft machen. Max, your nose. Damn. I don't feel so super. Max! Sie dürfte echt nicht so oft ihre Kräfte benutzen. Das ist nicht gut. Bitte wundert euch nicht, mein Aufnahmeprogramm war abgestürzt. Deswegen mache ich das gerade hier nochmal und die nächsten 10 Minuten kenne ich deswegen. Also ja, wundert euch nicht. Ist ein bisschen doof, aber was soll ich machen? Es war einfach mittendrin abgestürzt, ohne dass ich es gemerkt habe. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Ich glaube, wir reden auch direkt mit ihr, weil zumindest als ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich nicht mehr wirklich was hier gefunden, leider. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now, and I- That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't! You stole that shit! Give it to me right now, asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Okay, das habe ich auch beim ersten Mal sofort entschieden. Auf keinen Fall schießen. Ich werde bestimmt nicht schießen. Nee, 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 nee. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh, man. Frank took Chloe's gun because of me. Ja, aber die andere Lösung, die wäre doch katastrophal gewesen. Also ich hätte das niemals gemacht. Ach, das ist jetzt Frank.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich werde Frank niemals vergessen. Und das nur, weil er die erste und letzte Person war, auf die ich jemals eine Pistole richte. Wie ist Chloe nur mit diesem oberflächlichen Drogendealer in Kontakt gekommen? Das Komische daran ist, dass ich, als ich ihn das erste Mal sah, schockierter war, wie gewöhnlich er wirkte, als er Chloe auf dem Schrottplatz bedrohte. Ich hatte einen knallharten Gangster erwartet, aber er sah mehr wie ein Mülltaucher aus. Was er bestimmt auch irgendwie ist, seit wir in seinem Gebiet waren, um meine Rückspulkraft zu Chloes Vergnügen zu benutzen. Er sieht vielleicht nicht aus wie ein Serienkiller, aber seine Aura, Schwingungen, Energie oder so waren böse. Ich bekam richtig Gänsehaut. Er wollte das Geld zurück, das ihm Chloe schuldet. Demnach macht es keinen Sinn, dass er sie schlug, aber ich wollte kein Risiko eingehen und habe ihn tatsächlich mit Davids Pistole bedroht. Lächerlich. Glücklicherweise ging keiner vor die wilden Hunde und vielleicht ist Frank gar nicht so furchterregend, wie ich zuerst dachte. Ich will Chloe nie wieder in seiner Nähe sehen. Da er aus welchen What-the-fuck-Gründen auch immer eines von Rachels Armbändern trägt, bezweifle ich, dass Chloe sich nochmal auf ihn einlässt. Darum ist er jetzt ganz oben auf unserer Liste. Unserer verdächtigen Liste, nehme ich mal an. Tja, das hier mit der Waffe? Habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht hätte ich fotografieren müssen auch. Ach, ich weiß auch nicht. Ist egal. Ich habe es halt nicht hinbekommen. Gut ist. Damit muss ich jetzt leben. Wow, Sir. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. I can't believe you basically gave him my gun. Here you go, Frank. You can't keep getting mad at me, especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. And I just liked having that gun, man. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Hung out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Ui, ui, ui.
soll uns bestimmt sagen, dass die Zeit uns davonläuft. Wir müssen uns hier mal ein bisschen sputen. Uns ranhalten. Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloe. What's that noise? The oh Mann, ey. Oh shit. Das ist echt übel. Ja, leider kenne ich halt die Stelle auch schon. Okay, also auf jeden Fall können wir hier hoch. Jetzt weiß ich nicht mal, ob wir dann wirklich die Zeit zurückdrehen müssen, wenn ich jetzt schon weiß, was wir machen müssen. Wir haben hier eine Brechstange. Und leider da unten klappt es nicht, um die Gleise zu verstellen, aber damit kommen wir halt hier oben rein. Ach so, Brechstange, genau. Ich sag's gerade noch, ey, und dann vergesse ich es schon wieder. So, und dann, in dieser Schublade hier befindet sich ein Kabelschneider. Damit können wir dann da ein bisschen rumhantieren an dem Sicherungskasten. Ich weiß gar nicht, ob hier vielleicht noch Fotos zu machen sind. Nein, das mache ich jetzt natürlich nicht. Mann, Mann, wir müssen sie retten. Ja, ich weiß. Ich bin dabei, ich bin dabei. Awesome, it's not locked. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Scheiße. Das Rote? Ich glaube, wir schaffen es nicht ganz. Oh Gott. Wartet. Schnell. Boah, geil. Das hat perfekt gepasst. You okay? Und ganz ohne Zeit zurückdrehen. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn. That was close. Die beiden sind so süß. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Cool. Wir sind so süß. Okay, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Life Strange wieder und dann auch endlich weiß ich nicht mehr, was passiert. Zum Glück, ey. Das war ja ärgerlich mit dem, mit dem Aufnahmeprogramm. Naja, gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.